Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück hier zu Icarus. Und wie ihr rechts oben schon sehen könnt, es ist ein Gewitter. Geht an. Gut, hier. Mal gucken, was im Schneebiom jetzt ist. Wenn ich da jetzt ankomme. Hier ist nämlich gar nichts. Schön. Dem Gewitter entrannt. Muss ich mich da erstmal durchschießen wieder? Immer so viele Wölfe. Dich habe ich aber gar nicht anvisiert eigentlich. Ach ja, Aimbot. Ach, hinter mir auch noch. Hallo. Tschüss. Ich werde nichts an mich rankommen lassen. Nichts. Ich will eigentlich auch gar nicht so viel schießen. Aber wenn die hier mir im Weg sind, muss ich mich ja durchballern, ne? Da laufe ich jetzt nicht extra auf die andere Seite. Nur weil der Wolf da ist. Au, oh, halt. Lass mal rausholen. So, hier laufe ich jetzt mal auf die andere Seite. Das ist alles okay. Ja, einen Schneesturm bekomme ich hier bestimmt auch noch zu spüren. Jetzt auf der ganzen langen Reise hier. Aber mit etwas Glück und Können werden wir doch heute eventuell diese Mission hier abschließen. Es ist ja jetzt noch zu dieser Kapsel da oben. Dann kurz nach Hause, das Zeug einpacken. Zur Kapsel nach unten, das Zeug einpacken und ab nach Hause, ne? Das ist jetzt so eigentlich der Plan für heute. Mal gucken, ob der Plan auch aufgehen wird. Das ist ja immer noch eine andere Frage. Ne? Das, ja, kennt man ja nicht anders. Man plant es so und dann, oh, ja, tut mir leid, aber ich glaube, da musst du ein bisschen anders planen, ne? Da, geht nicht so gut. Aber ich finde schön, dass die Mammutswesen nicht aggressiv sind. Na, mein Kleiner. Dass du mir mal nicht, dass du mir nicht ans Leder willst. Sonst will ja hier alles im Schneebiom mir ans Leder. Ja, da ist die Kapsel, wo ich dann die Heilung und das Oxid reinlegen muss. Naja, lassen wir uns überraschen, was hier alles so passieren wird. Ansonsten wird das eine ganz entspannte Runde werden. Ach ja, die Schneehasen habe ich vergessen. Die wollen mir ja auch nicht ans Leder. Also doch nicht alles. Die Wölfe und die Leoparden. Und nochmal Hasen, ne? Na gut, da sind nochmal Wölfe. Aber hier im Schneebiom, da siehst du richtig, wie die Wölfe im Rudel laufen. Was die im Waldbiom nicht tun, ne? Da sind sie eher einzeln unterwegs. Und hier sind sie doch tatsächlich viel im Rudel unterwegs. Ich sag's euch. Wahnsinn. Ja. Schnell weg mit dir. Okay, einmal hier um die Ecke.
Durch das Essen bin ich aber auch saugut in der Ausdauer, ne? Saugute HP, saugute Ausdauer. Alter, ich weiß schon, worauf ich da in Open World skillen werde, ey. Beziehungsweise meine Frau dann skillen wird. Und dann dauerhaft geiles Essen. Ja. Das ist schön. Ich liebe das Spiel. Ich werde das Spiel, glaube ich, ewig lieben. Ich hoffe, ich komme ohne Sturm sehr weit. Das wäre sehr hilfreich. Einmal über den Gletscher. Hier auch nochmal. Ein Hase. Das ist ein Wolf. Lass mich mal schnell ums Eck hier laufen. Noch ein Wolf. Der von hinten kam jetzt nicht mit. Sehr schön, sehr gut. Ach, warte. Bevor der jetzt tatsächlich von hinten kommt, ne? Okay, den noch mitnehmen. Okay. Ich muss nur dran denken, dass ich mindestens 100 Gewehrpatronen noch einlege, ne? Aber ich habe ja noch 215, also... Das passt. Das passt wie die Faust aufs Auge hier. Ja, was denn jetzt schon wieder? Ja, mal gucken. Hallo? Da frage ich mich auch manchmal, ne, warum das noch leckt. Irgendeine Einstellung wird da drin sein. Bei mir, wo ich aber absolut nicht drauf komme, weil die Sichtweite ist eigentlich schon nicht hoch. Extrem ist auch nicht alles eingestellt. Aber ich weiß es nicht. Aber es stört mich letztendlich nicht wirklich. Ich habe trotzdem meinen Spaß daran, auch wenn es hin und wieder einfach mal leckt. Aber es wird... irgendeine Einstellung sein, die ich jetzt nicht weiß, die ich nicht gefunden habe. Das wäre jetzt tatsächlich mit viel Rumspielerei und Rumtesterei zu beheben sein, aber egal. So, da hinten, da jetzt durch. Da geht's zur Kapsel und da geht's zu meinem Zuhause. Ich gehe jetzt erstmal zur Kapsel. Und bring das Zeug jetzt mal dahin. Weil das ist ja auch gleich im Grunde genommen um die Ecke hier. Lauf, Baby, lauf. Lauf, Baby, lauf. Ja, 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 ja. Laufen. Im Laufen. Im Gehen getroffen. So mit
Mackis hier. Ja, links und rechts und hast du nicht gesehen. Weißt du, hier im Schneebiom ist ja eigentlich gar nicht viel, was ja groß gerendert werden könnte, ne? Gut, außer hier die ganzen kleinen Steinchen, dass das vielleicht zum Problem führt, ne? Die ganzen kleinen Steinchen. Das könnte auch sein, aber ich habe jetzt schon so lange so durchgehalten. Da werde ich auch noch länger durchhalten. Gut, ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich spiele ja Icarus Offline nicht wirklich. Kann ich auch überlegen, ob das vielleicht ja auch mit der Aufnahme zusammenhängt. Weil das ja auch Ressourcen wegnimmt, ne? Könnte ja auch sein. Es könnte ja alles möglich sein. Ich bin kein Profi-PCler. Bin kein Techniker. Kenne mich ein bisschen mit aus, aber Hauptsache das Ding läuft. Wenn was kaputt ist, kann ich auch manchmal herausfinden, woran es liegt, aber ist es denn auch nicht ganz so einfach. Ne? Ich kann auch PC zusammenbasteln, überhaupt kein Problem. Aber ein PC-Profi bin ich nicht. Absolut nicht. So, weg mit dir. Ich musste einmal kurz durch. Macht nichts. Macht nichts. So, da hinten sehe ich die Kapsel schon. Die aber auch voll von dem Zeug, ey. Oh, hast du mich gehört? Nein. Du doch nicht. So, weg mit dir. Der hat schon rot geleuchtet. Baby, lauf, 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 lauf. Jawohl. So, also, das Repetiergewehr und 100 Munition nochmal. Dann bist du fertig, ne? Nein. Meine Pelze. Okay, that's everything. You're good to go. Ja, mit dem sind wir fertig. Tschüss. Adieu. Ring. Das Zeug nach Hause. So, jetzt noch zacke ich dahin. Und das andere Zeug einladen. Die Lebensmittelbestellung. Also den Krieg können sie da oben jetzt führen. Haben Munition, haben Waffen. Glückwunsch. Aber anscheinend wollen sie es in der Arktis führen, wegen dem ganzen Eisbärenpelze. Oh, da ist nochmal ein Schneeleopard. Na, Kleiner. Oh, es war eine geile Mission, irgendwie. War eine geile Mission. Wir haben ordentlich was zu tun hier. Ist natürlich halt ein großes Gerenne gewesen hier, ne? Also sehr viele Kilometer, die du hier zur Strecke bringen musst.
halt durch die ganzen Wölfe, die eigentlich komplett unschuldig sterben mussten, nur weil sie halt ein bisschen im Weg waren. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber es ist nun mal das Spiel. Bevor ich gefressen werde, erledige ich sie. Da gehe ich auf Nummer sicher. Und nicht auf Nummer tot. Na, wer kommt da um die Ecke? Ein paar Hasen, okay. Noch mehr Hasen. Und ein Wolf. Wo bist du denn her? Dich habe ich ja gar nirgends gesehen gehabt, okay. Wow, da hat es mir gerade so im Hals gekratzt. Das kratzt mich immer noch im Hals. Oh. Okay. Eieiei. Also hier habe ich ja echt nochmal Kilometer hingelegt. Gut, 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 gut. Aber gleich zu Hause. Gleich zu Hause, dann können wir das Zeug einpacken. Das ist ein Schneehase, okay. Ordnung. Büffel. Da liegen noch die ganzen Bäume. Brauchst gar nicht zu schnüffeln, ne? So. Der ist da eingesperrt. Auch gut. So, jetzt bitte kein Bär. Oder sonst irgendwas hier, ne? Ich will jetzt nur geschwind nach Hause, die Sachen einpacken. Ja, Schlafsack ist nicht mehr gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, ist es wieder ein Ding der Undinge. Dann fresse ich einen Besen. So. Okay, das da rein und das da rein. Und hier, meine Materie nicht vergessen, ne? Die exotische Materie. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ich habe jetzt die 20, die 20 mit. Warte mal, lass mich mal kurz sortieren. Die exotische Materie, das Oxid, das war's, ne? Das war's. Alles klar. Dann geht's hier hin. Ah, halt. Stopp. Ne, das ist Platin. Hier ist Titan. Stopp. Erstmal das Ding reparieren. So. Und jetzt geht's los. Auf geht's. Auf geht's zu dem letzten Marsch, ne? Der letzte Marsch. Und dann ist diese Mission hier
ich denke, beendet. Wissen tue ich es nicht, ne? Aber ich denke, dann ist diese Mission hier beendet. Genial. Genial. Das war echt eine spannende Mission. War echt eine coole Mission. Ich bin schon gespannt, wie denn die nächste Mission wird, ne? So, und wieder bin ich im Schnee. Schade. Was mache ich nur heute hier im Schnee? Oh, Schneemann bauen. Das wäre doch was Tolles, Mann. Schneemännchen bauen. So, Flinte wieder komplett repariert. Okay, hier kann ich dran vorbeihuschen. Wenn die Ausdauer jetzt nicht schlapp machen würde. Okay, und jetzt natürlich den ganzen Weg wieder zurück, zumindest die Hälfte davon. Das Zeug abladen. Bin ich mir ja gleich viel zu weit weg. Oh. Aber den nicht. Oh, ein Wetter. Ah, leichte Winde. Okay. Das schaffen wir, ne? Das muss ich jetzt nicht. Da muss ich doch jetzt nicht extra eine Hütte bauen, ne? Ich will mich jetzt nicht hier aufhalten lassen von irgendwelchen Stürmen. Aber es sind ja nur leichte Winde. So, warte. Der. Oh, der war schnell platt. So, der ist auch platt. Ja, aber das sind ja nur leichte Winde. Klar, ich werde ein bisschen frieren, aber sobald die vorbei sind, wird es mir auch wieder gut warm. Also, kein Problem. Warst du nicht vorhin schon an der Ecke? Okay. Ja, wir werden ein Stück langsamer, ne? Durch die Sturmaussetzung. Ein Stück langsamer werden wir, aber das war es dann auch schon. Auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte, die ich hier nebenbei mache. Beim Schießen. Schneehase. Ein Schneewolf. Ja, guck mal, die Winde. Die sind doch nichts, ne? Das ist kein wirklicher Sturm. Boah, da sind noch ein paar mehr. Aber ich muss eh hier runter, glaube ich. Naja, komm, dann sieht er mich. Nehme ich nie gleich weg.
Ja, genau, da muss ich runter, ne? Hier der Canyon wieder. Das bisschen Lebensenergie, was ich jetzt hier verliere, das ist nichts. Wie gesagt, ich bin einfach nur ein bisschen langsamer jetzt. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervtötend ist, ne? Langsamer. Aber könnte man auch skillen, dass man trotz Sturmaussetzung wieder etwas schneller ist, ne? Aber, ja, Punkte hier, Punkte da. Ist nicht. Gleich vorbei und dann geht es wieder im ursprünglichen Tempo weiter. So, Sturm. Mach Abmarsch. Abmarsch. Noch einiges an Leben von mir weggegangen, ne? Sehe ich gerade da links unten. Wow. Doch noch mal echt gut was weggegangen. Aber der Sturm ist diesmal bis zum, bis zum bitteren Ende hier. So, weißt du was? Ich trinke jetzt kurz einfach eine Flasche. Zack. Und schon hat sie es erledigt. So, da hinten, da ist das Dropship. Die Kühlkammer. Ja, oh, und da ist schon wieder ein paar Einwurfspunkte bekommen. Hey. Schieß nicht wie ein Wilder hier rum. Hallo? Hello again. So, alles klar. Sehr schön. Das freut mich gerade riesig, dass ich diese Mission nach so einem langen Zeitraum doch endlich geschafft habe, ne? So, das und das rein. Und tschüss. I think you're good. Adieu. Und jetzt kehre zum Landeschiff zurück. Ja, und da muss ich jetzt natürlich die exotische Materie mitnehmen, damit ich die mit nach oben nehmen kann. Es sind zwar nur 16, aber lieber 16 als gar keine, ne? Lieber 16 als gar keine. Uha. Geil, dass hier so viele Spalten sind.
Ach ja, meine Lieben. Da wird jetzt auch nicht mehr viel passieren. Ich muss ja jetzt nur noch zum Landeschiff zurückkehren. Und nach oben. Und ich würde mich einfach bei euch bedanken, dass ihr so hartnäckig dabei seid. Und dass es euch immer noch gefällt. Freut mich umso mehr und umso riesig. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend oder einen schönen restlichen Tag oder einen guten Morgen, wenn ihr aufgestanden seid. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!